Nostalgie in St. Wendel. Denn viele, die dort vor 2 und 3 Jahrzehnten Motorradgeschichte geschrieben haben, waren noch einmal da. Wie zum Beispiel der mehrfache deutsche Meister Willi Scheithauer eben im Bild. Oder der unvergessene Luigi Taveri aus der Schweiz mit 3 WM-Titeln und 30 Grand Prix-Siegen. Erfolgreichster Motorsportler der 60er Jahre. Oder aber Hein Thornbricker aus Overath, der mit seiner Moto Guzzi insgesamt 81 Siege nach Hause fuhr. 6 Runden lang begeisterten sie noch einmal die 25.000 Zuschauer. Und gewonnen haben eigentlich alle, die nach St. Wendel kamen und dem unvergessenen Rennleiter August Balthasar gedachten. Einer der vielen Höhepunkte war die hervorragend besetzte Seitenwagenklasse bis 500 Kubikzentimeter. Die wassergekühlten Vierzylinder-Zweitaktmotoren leisten bei etwa 11.000 Umdrehungen runde 130 PS und erreichten Höchstgeschwindigkeiten von annähernd 260 Stundenkilometer. Permanente Positionswechsel in der Spitzengruppe und artistische Leistungen der Piloten, insbesondere aber der Schmiermaxen, veranlassten die Fans rund um den 4,5 Kilometer langen Kurs zu wahren Beifallsstürmen. Huber Basler aus Rentchen in Baden mit der Nummer 12 fuhren ein spektakuläres Rennen und an die Spitze. Auf Tuchfühlung aber Jelonek Wagner aus Wolfersheim und Plachke Jager aus Friedrichsdorf. Klarer Vorsprung für die Spitzenreiter, dann aber die Vorentscheidung. Huber, Basler wurden langsamer. Technische Probleme, Sie sehen hier das Feuer, das aus dem Auspuff kommt. Jelonek, Wagner zogen leicht vorbei und wurden in der Endphase von Plaschke Jäger, aber auch von Huber Basler, deren Motor sich noch einmal erholt hatte, hart attackiert. Die letzte Runde, Jelonek Wagner vorn, dahinter Plachke Jäger und Huber Basler im Windschatten, die hier noch auf Rang 2 fuhren. Das war auch gleichzeitig der Zieleinlauf. Dann das atemberaubende Rennen in der Klasse bis 350 Kubikzentimeter mit Bodo Schmidt aus Lebach und Manfred Herwe aus Lambertheim, der zuvor bereits die 250er-Klasse gewinnen konnte. Und es wurde hart gefightet. Es gab Ausrutscher wie dieser, alle verliefen glimpflich, der Rettungshubschrauber an diesem Tage ohne Beschäftigung. Nach verpatztem Start und Rang 5 plötzlich Führung für den Saarländer. Vor Herwe, der vor 3 Wochen sowohl Weltmeister Mang als auch Martin Wimmer schlagen konnte. Eine Sensation bahnte sich an. Der Lambertheimer zeigte in der letzten von 18 Runden aber kein Erbarmen, spielte seine ganze Routine aus und gewann schließlich vor Bodo Schmidt aus Lebach, der mit 2 Minuten 05,17 Sekunden die schnellste Runde fuhr und mit dieser Zeit auch den Streckenrekord aufstellte. Links Manfred Herwe, Bodo Schmidt daneben, rechts Stefan Förtsch aus Neuss, der Dritter wurde.